Gib mir aus dem Weg. Dann kann ich aber nicht sagen, wo der Alter ist. Da. Ich habe gesehen, wo du auf der Karte warst, als du gesagt hast. Gesagt, er hat geschummelt! So, hier rein. Er ruht sich nur auf meinen Lorbeeren aus. Wie er da angedüst kommt. So, was kriegen wir denn hier? Schönes. Also, was kriegst du hier Schönes? Die ja stillstehen, mehr Schaden. Ach, der Aspekt. Ja, den habe ich nur als Aspekt, aber den kann ich ja immer so. Ja, Kodex der Macht heißt auch genau, nicht Aspekt. Hey, dreh dich um. Ich bin auch hier. Und ich schreie. Der langsam wird der. Ich bin noch nicht bereit. Die Gegner verlangsamen. Ja, also als würdest du erst so eine Zielscheibe da einpacken, damit deine Geister. Damit ja, ich weiß. Hast recht. Ja, aber er tut sich verlangsamen und die machen weniger Schaden. Ja, ich habe eine Glöfe gefunden. Würde so ein Airstrike irgendwie rufen. Was? Würde so ein Airstrike irgendwie rufen. Ja, geil. Das war ein Pass. Legendärer Kill. Ah, ja. Oh Gott. Ja. Hör. Ich bin noch nicht bereit. Da blinkt irgendwas. Okay, ist schon offen. Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Hebel oder so. Hein des Steinvolks. Oh, da war ein Gegner. Daneben hauen.
ist das denn für ein mystisches Wesen? Ich bin noch nicht bereit. Habe ich zu Tode gebrüllt. Oh, mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold. Gold, 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 Gold. Na, ich dachte, die Bären kloppen sich mit denen. Diesen Bäumen. Ich muss meine Anwesen natürlich schon Druckwellen hier auslösen. Ja. Ich koche vor Wut. Bonk. 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 Das ist so geil, ich habe so einen Angriff. Von dem werden die Cooldowns hier zurückerstattet, wenn ich einen Gegner damit töte. Oh cool. Das heißt, wenn ich einen Gegner damit töte, dann kann ich direkt zum nächsten Gegner springen und den, wenn ich den töte, dann kann ich den die ganze Zeit den Angriff einsetzen. Da bringt er doch. Naja, wenn so ganz kleine Gegner sind, mache ich die ganze Zeit nur Bonk, Bonk, Bonk. Sehe ich aus wie ein Bär. Ah. Habe ich da reingezogen. Ich werde nicht mit euch abhängen. Wenn der Truhe geöffnet wird. Ja, das hört sich. Ja, ich meine, Trank benutzt gerade. Was ich hochgehalten. Ich habe alles. Ein der ultimative Stalker. So, hier ist noch ein Boss. Mein Gott, ist das ein dicker Bär. Da ist er noch bei meinem Patron. Warte, warte. Kannst teleportieren. Was? Ich.
6 Rehe, 10 Stachelratten sowie 3 Kaninchen erlegt und sind auf den Fersen von womöglich 3 großen Bären. Manche wollen das Schicksal nicht herausfordern, indem sie sonst furchterregende Tiere jagen. Ich hingegen sage, wann werden wir erneut die Chance dazu haben? Oh, da unten ist er was. Bei dir. Er ist hier, der Boss. Einige. Mein Gott, ist die Ratte weggeflogen. Ich bin voll die Klippe da untergeschmissen. Ah! Nicht bereit. Ja, ich wusste, irgendwann ist ja noch bestimmt. Keine Angst, Alter. Bonk. Bonk. Na. Bonk. 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 Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Heißmüll. Dann machen wir nächstes Mal mal ein bisschen besser, Kollegen. Weil wenn nicht, dann. Das ist meine Wut an euch. Entfesseln. Der Sein steht dann einfach nur eine Stunde da und schreit die an. Oh. Nicht bereit. Natürlich schnell angreifen. Oh, du kannst Spuren lesen, da, du kannst Spuren lesen. Du bist ein absolut toller Spurenleser, bist du. Eine Statue. Aus dem Weg. Nein. Statue lebt. Oh, da stand da was. Oh nein, wer hat den Stachel? Da einfach stehen. Okay, diesmal war ich aus. Das Zeug stinkt. Ich muss warten. Nein, er hat einen Stachel in mich reingesteckt. Oh, ein Zweihandschwert legendär. Wer schießt denn da auf mich? Oh,
Okay. Also mir ist immer noch einer am Leben. Kommen wir alle noch her. Okay. Doof. Doof. Okay, da war. Ja. Easy peasy. Ein nasses Schicksal. So, was jetzt? Ich glaube, eins gibt's noch. Okay, zeig. Ich bin jetzt mal wieder hier raus, ne? War da noch was? Also, ich kann die Karte auch hier von Dings. Kann die ausrufen. Ja, das meine ich nicht. Ich kann die nicht markieren, während ich hier im Dungeon bin. Also? Dann gehe ich mal kurz Sachen verkaufen und so. Ich muss warten. Ich will mal zum Auseinandernehmen. Nee. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Lasst mich euch da eine Hilfe sein. Ich nehme es euch ab. Was ist denn mit dem Ring hier? Ja, da habe ich einmal einzigartig und einmal. Der Ring ist sogar halbwegs gut, den ich hab. Was? Ja, also 4 Sekunden lang. Ja, ich weiß, ich nehme mich einen legendären. Was meinst du, worauf ich hinzuarbeite, Kollege? Ich auch noch hin. 1, 2, 3, 4. Schaden während Berserker-Modus. Dort hätte ich doch gerne. Wir müssen irgendwann mal ein Harvester machen, damit wir da noch unsere 4 Punkte bekommen. Da wäre nämlich nicht schlecht. Und es wird ein entdecktes Gebiet. Das kann nicht sein. Ja. 23 Nebendungeons. What? Wir haben ja bitte schon nur 5 Altäre von Lilith im ersten Gebiet. Oder nicht? Das gibt's doch nicht. Sind wir so blind? Wo war denn das? Nicht hier ist das. Am Arsch der Welt. Wo bist du denn? Ist das markiert? Ja. Okay, ich sehe das aber nicht. Hätte ich dir auch nicht helfen lassen. Wo
wo ist denn das so ungefähr? Da ist ein Wegpunkt, da gehe ich als nächstes. Der ist am nächsten dran. Diesen einen kleinen gelben Punkt immer auf der Karte zu finden, ne? Der du sein sollst, da. Erhöhte Rüstung. Was hat der? Ja. Ist er mit Rüstung? Muss auf uns Offensive gehen. Ich müsste auf Rüstung gehen oder irgendwie so. Ich bin auch hier in der Masse der Gegner. Ja. Das kann ich hier nicht tun. Wächst mich nie, Daniel. Nicht, wenn ich auf maximal überschalte. Ich bin direkt hinter dir. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, jetzt finde ich irgendwo ein Altar von Lilith und du musst nochmal zurückkommen. Da ist ja einer. Mache ich die eiserne Jungfrau oder? Ja, okay. Ja, das ist jetzt. Neues Skill, ja. Ja. Die Gegner nehmen Schaden, wenn die direkten Schaden verursachen. Sind wir die eine Quest hier ausmachen, die ist schon die ganze Zeit an. Da tut so irgendwie so eine eiserne Jungfrau irgendwie so beschwören. Muss ja die Leute da rein irgendwie packen. Ein bisschen wie Kankuro aus Naruto. Seiner Puppe. Ja. Ja. Da. Da fliegen die Bücher wie Popcorn. Okay, wir müssen ein bisschen Goldslästerung hier machen, sehe ich gerade. Das steht den Göttern des Aufsehers und der Meeresgöttin. Fahren wir einfach. Ja, warum? Ja, jemand tut die hochbuffen. Dann voll viel aus. So ist. Sie hat doch gerade irgendjemand um Hilfe gerufen. Ja. Jetzt ist er tot. Mit dem du da gerade geredet hast, ja. Ist gerade tot umgefallen. Der hat doch selber gesagt, pass auf. Ich bin noch nicht bereit. Ironisch, den einzigen, den er nicht beschützen konnte, war er selber. Daniel, du bist nicht fertig.
Er hat die Merikloreaner so manipuliert und kreierte dadurch Sand. Sand. Mein Schaudern ist gespitzt. Du jagst mir keine Angst ein. Was ist das für ein Zeichen unten? In der verdammten. Was? Was sind da so komische Zeichen? Gruppenmitglieder. Ja. Ja, ist Chaos zu verbreiten. Okay. Hier ist ein Teleporter. Ich gehe mal da rein. Nein, du bist nicht da. Okay, wo bin ich gerade? Ich komme. Mir erst verdienen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Wir werden die Gegner nicht weniger. Die Gegner des Klagen nehmen die Schaden. Oh. Aber so ein Ding. Ah, der war der Treffer, sein kritischer Treffer. Na, wollen wir mal sehen. Die ganze Reihe von Gegnern da weggepustet. Ja, geil. Was ist er denn? Ah! Das ist ein Ehrengöttin, Daniel. Hab Respekt. Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube nicht an Wasser. Okay. Nur wieder raus. Oh Gott. Ich hab euch voll gegeben. Doch, hier sind schon wieder neue Gegner. Geh weg. Was mich nicht mit dem Ding an. Nein.
Ja. Scheinwerfer sind immer auf mich gerichtet. Wie es ausschaut. Ich bin noch nicht bereit. Doink. Noch ein Teleporter. Ja. Dann gehen wir zum Aufseher. Ein Rasselschwinger, wo? Handschuhe. Oh, legendäre heilige Handschuhe. Hm. Meine das Schuhe. Ende für dich, den zu besitzen. Hammer der Ohrhahn, wodurch ein Gegenstand. Verursacht ihr eure Nähe. Ringe für Aufwühlen. Oh, warte mal, ist das nicht eine Fähigkeit, die ich habe? Aufwühlen. Ja. Hat der Angriff? Ja, ne? So, jetzt habe ich eine legendäre Handschuhe endlich mal. Wow. Ich weiß. Jetzt fehlen nur noch. Ja, sonst habe ich eigentlich legendäres alles. Es fehlt nur noch ein dickes Schwert. Davon hatte ich schon ganz viele. Ich bin noch nicht bereit. Das ist meine Todeswelle ein bisschen stärker. Oh. Ein Fingerangriff da. Ja. Damit die Leute wegfegst. Ja. Ich weiß nicht, ob das anders aussieht. Ich glaube, so nach Level 5 oder so sieht das wahrscheinlich nicht mehr anders aus. Nee. Hm. Bei meinem Beben habe ich das immer gemerkt. Ah, wo ist er? Ich muss warten. Irgendwo. Bin auf dem Weg.
Propelganzen schaffst du auch alleine da. Ach, ich bin noch nicht bereit. Du bist doch der Helden-Barbarenkönig oder so. Irgendwie so was in der Acht. Kommt ja einfach und kassiert die Leiche ein. Ich halt eine Einladung. Hiermit seid ihr aufgefordert, die Enthüllung einer neuen Waffe in unserem Kampf um Sanctuario beizuwohnen. In einer nekromantischen Glanzleistung haben unsere Mitglieder einen furchterregenden Krieger aus den Körpern gefallener Legenden erschaffen. Die Kathedrale rühmt sich ihres Engels. Die haben eine Chimäre gemacht aus irgendeinem Typen. Zeller schaffen. Fegen, fegen. Jetzt mal etwas Staub hier aufhören. Ach, 50.000 Schaden, Gott. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ja. Ja. Skelett finde ich da ist beinahe erreicht. Der Weg ist, er erschießt sich dieses Archiv, meint der tötet aber seine eigenen Skelette. Genau. Dieser ultimative Krieger, der aus Kriegern aus der Vergangenheit erschaffen wurde, oder irgend so ein Mist. Sehen wir nicht aus wie ein Krieger. Oh nein, ich sehe nichts, aber ich kann auch gar nicht angreifen. Dann will einfach trotzdem weiter angreifen. Also die passiert einfach. Ich muss warten. Oh, Schild legendär heilig. Axt heilig. So. Ist genau die gleiche. Nur mit einem stärkeren, Aspekt. Das ist genau der gleiche Aspekt, nur stärker. Ja, da gut, oder nicht? Ja. Ja, dann kann ich das wahrscheinlich wieder entfernen und dann in das andere reinpacken. Weil die Axt, die ist schwächer. Eins, vier, vier, zwei, 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 zwei. Haben wir schon draußen? Ja. Okay. Haben wir gerade gemacht. Kirgistan. Naja, das dauert noch ein bisschen.
1, 2, 3. Sagen wir uns, wenn wir einen kritischen Treffer oder Angriffsgeschwindigkeit 6 zu lang und 2 bis maximal 6 noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und dann habe ich ja noch mehr. So, noch ein Aspekt. Moment nicht. Okay. Okay. Und aber noch ein Habeser. Erst mit schimmeliger Aussicht findet die Richtung in der Flut der klagenden Leichen. Das klingt doch abenteuerlich. Blutquellen verringern die Abklingzeit eurer ultimativen Fähigkeit um eine Sekunde. Da sind jetzt zwei Totenbeschwerer. Dungeons. So. Ich gehe mal nach Hinterpfuhl. Ich glaube, da können wir eine Quest abgeben. Und da sind wir nicht mehr weit entfernt von Maximum Ansehen. Da sind sogar zwei Quests. Drei. Was zum... Ne, da müssen wir den gleichen noch. Ich wollte schon sagen. Wir können ja vier Quests abgeben. Kämpft unerbittlich. Lasst die Teufel büßen. Ja, ich werde unerbittlich kämpfen. Diese goldene Axt war stärker als meine jetzige Waffe. Hier auf den Arm nehmen, Mann. Hm? Oder gehe ich auch kurz? Mit seinen neuen Spielzeuge direkt ausprobieren. Wirklich, ich auch meinen Aspekt mal da rein. Das ist genau das gleiche, nur stärker. Warum sollte ich das nicht benutzen? Das kann man ja machen, ne? Ja. Ein eingefügtes Aspekt mit einem anderen ersetzen. Müsste eigentlich gehen. Nur halt entfernen kannst du das nicht mehr. Ja, wenn man erstmal was eingeprägt hat, kann man das nicht entfernen. Nicht mehr. Ja. Dann nehme ich mal das hier. Flammen ist der brennenden Wut. Flammenschwert der brennenden Wut. Extra hier, mein Gott. Ich schwitze euch weiter hier mein Schwert hier. Boom. Meins. Ich hoffe, ich habe genug Materialien dafür. Ja, 2 von 31. Ja, das habe ich. Jetzt mache ich doppelt so viel Feuerschaden um mich herum. Sein aktuell eingestellt, ist sicher nicht mehr rückwärts. Seid ihr sicher, dass ihr fortfahren wollt? Ja. Welch ein Glück. Hoha. Mit 2 Level 60 Waffen. So, was fehlt mir ja noch? Ich brauche noch eine Hebwaffe. Ich gehe mal zum Obolus Kollegen. Ah, oder?
Ich weiß es nicht. Der ist aber bei dem einen Typen da, der sitzt da drin in der... Hier drin? Naja, hier ist er nicht. Warum tun wir... Warum... Vergessen wir die erstmal. Ja, der saß in irgendeinem Gebäude, der... Das kann ich hier nicht tun. Hier in Kyoga-Stadt. Ah, hier ist er. So. Wuchtwaffe, Hebwaffe. Ich hätte gern ein Zweihandschwert. Oh. Ja. Was ist das denn für ein... Was ist das denn? Also, das ist wie so ein Knochenschwert. Habe ich das schon mal gehabt? Rückgrat der Vergeltung. Entfernte Gegner werden mit einer Chance von... Ja, okay, der Effekt ist voll blöd, aber das kann man ja ändern. So. Legendärer Held. Ah, jetzt habe ich alles... Habe ich das Archiv mit mal. Es wurde auch langsam Zeit, ne? Wie sieht das Schwert aus? Oh, okay. Den Skin habe ich noch nicht, was? Mir wird hier nichts angezeigt. Okay. Ausnahmsweise war cooles bekommen. Jetzt habe ich mir mal ein paar Schlüssel. Du eigentlich mehrere Basisfähigkeiten? Ich? Also benutzt du mehrere? Nö, ich kann ja nur mit einer Hand normal angreifen. Okay, cool. Alles legendär. Boah. Gut. So, bringen wir den Ruhm von einem Gebiet noch mal aufs Maximum. Eine Festung können wir ja machen. Ein Stützpunkt meine ich. Ja. Nur wisst ihr, wo der ist. Und sind ein entdecktes Gebiet. Eins. Also Ursache, die Kunden hier stillsteht. Okay, das war das. Wo ist er denn? Ein unentdecktes Gebiet, wo... Wo denn? Ich sehe es nicht. Ich nehme so was Winziges. Hier, hier. Das ist bestimmt die Festung dann auch. Lass mal da eingehen. Stützpunkt meine ich, verdammt. Irgendwie so ein neues Schwert jetzt irgendwie, das sieht aus wie so ein Rückgrat irgendwie. Ich tue mir jetzt hier so, ich tue mir ja so verschiedene Design-Sets hier herstellen. Nein, so ein Design will ich irgendwie so einen richtigen, so weil nicht so mit Knochen ausgerüsteten Typen oder so machen. So richtig primitiven Waffen und so. Ja. Du willst auch nur, dass die Leute erkennen, dass wir ein Paar sind. Moment, trage ich mein Sommeroutfit. Warum ich nicht voll geil? Was ist denn das schon wieder? Oh. Warum hat mich das nicht wütend gemacht? Was soll das? Die
Sie sind alle echt. Fälschungen sind nichts für mich. Dieses Gesurf macht mich voll gechillt. Da geht er mal gar nicht. Rückgrat der Vergeltung. Angenehme Reise. Aber besser. Ja, er hat markiert. Ich will das nicht. Doch, du willst das. Wie komme ich jetzt zum Daniel? Wir müssen mit einigen Damen reden. Und einen Typen namens Damen. Nee, das ist nur ein Typ namens Damen. Ich bin auch hier draußen. Ich habe euren Sohn im Sumpf gefunden. Er wurde von Schlangen getötet. Es tut mir wirklich leid. Sein Dolch. Nein. Sein Dolch. Ich war total nicht der Typ, der ihm die Schlangen gehörten. Ihre hatte. Du heißt Damen. Kein Wunder, dass dein Sohn gestorben ist. Warte mal. Oh, das war ein bisschen merkwürdig. Der Typ, der stand gerade so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer redet da die ganze Zeit? Der Typ, der steht oder der hier am Boden hockt? Ja, da war irgendwie ein Glitch. Er hat sowohl gelegen als auch gestanden. So. Dann denken wir das letzte Gebiet auf und vielleicht ist da ein Stützpunkt. Nicht solange ich in der Stadt bin. Dann fehlen uns immer noch so 100 Punkte. Verdammt. Schreien, 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 Truhe. Fliegen. Fliegen, Keller. Explodierende Viecher? Nein, danke. Das heißt, man in dem Boden wieder meine Wut aufgefüllt. Erkundet ganz Havisar. Und ja, ist ein Stützpunkt. Ich habe es gewusst. Ja, ist auch schon gut. Wir helfen dir ja schon. Ja, direkt so. Oh, noch nö. Oh, nö. Oh, nö. Staubsauger, Daniel. Moment. Ich werde dir einen Lutsch. Jetzt. Daniel, guck nur, was macht der da zum Teufel? Der Strudel ist geöffnet. Ich habe Überreste von irgendjemandem. Okay, keine Ahnung. Wie verschlossen. Ja, mein Charakter hat gesagt verschlossen. Das ist ein Schwert an dem Boden steckt oder was auch immer sein soll. Weißt du das, Daniel, wie ich am Saugen bin? Ja, aber natürlich nichts. Ich sehe noch, wie du die Animation machst. Okay. Was war das denn jetzt? Ich muss ihn irgendwie hier beitreten gerade. Ja, das heißt, kommt manchmal. Oh, ich war doch schon hier. Ich muss warten. Ich sauge ihn aus, Daniel. Dann ist er 50% langsamer. Ja.
Es ist heute sehr experimentierfreudig. Da wie schon wieder. Was zum? Dann tun die ganze Zeit hier auf, wenn wir jetzt irgendwo sind. Ja, das ist noch nicht mal länger. Aber der Typ ist böse, den wir versuchen zu retten. Wer wagt es, den Kreis des Feuers zu betreten? Ja. Ihr solltet euch lieber nicht mehr nähern. Ich bin viel zu heiß. Ihr verbrennt euch an mir. Ich schaue mal den Rattelmann aus. Auf mich zu schießen, ich versuche dich zu retten. Kreuzritter der Zakarum. Unser Nachbar Eriman ist die Hexe, die ihr sucht. Mit diesem Zeichen des guten Willens bitten wir euch um Gnade. Ah, Intelligenz. Intelligenz, Baby. Ah, oh, jetzt kann ich die Formel von Pi. Achso. Ich kenne die Formel von Kuchen. Ja, ach, du musst da rein. Du musst da weit interagieren. Aha. Das ist ein Basisangriff. Ja, ja, das ist ein Basisangriff. Das ist schon wieder ein Brief. Ja. Ich muss warten. Oh, da war er weg. Das Gesicht. Ah. Und da kannst du Feuer, ja. Ah.
Meine Saugkraft hat für keine Sorgen, da die schlimmsten Flecken entfernen. Marfuck! Ich hatte ihn fast! Danke, ich hatte erwischt. Was passiert? Weiß ich nicht, ich hatte den fast weg. Du hast doch viel gesaugt. Ich wollte mich nicht von der Stelle bewegen, während ich am Saugen bin. Dein Beutel ist explodiert. Ich hab's heute wieder mit dem Stern mehr. Ja, du kriegst also mehr Verteidigung gleich. Das ist ein Aspekt. Ich hab das Ding doch schon. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. So, komm her, du Kollege, du. Schau, schau, schau. Ist der ganze Typ tot. Das war knapp, Daniel. Ja, der schmeckt echt gut, ey. Ich stehe einfach nur und halte die Taste gedrückt, ey. Oh, Ring heilig, legendär. So. Mein Gott, ist das damit wird nicht gut. So viele Jahre habe ich Geister. Doch dann kam die Kreuz. Geister. Blutwelle erzeugt zwei zusätzliche Wellen. Was? Aber die machen 47% weniger Schaden. Ich vergebe euch. Also hast du im Prinzip drei Wellen, wenn du die... Ja, ja. Aber die ersten, die anderen zwei, die sind schwächer natürlich. Ja, aber wenn die beide so 47, das ist, als würdest du zwei Wellen schießen, mehr oder weniger. Vom Schaden her. Ja. Ist doch nicht schlecht. Aber du hast eine Waffe oder irgendwie so abbekommen mit dem Effekt. Ja, ein heiliger Ring ist das. Boah, Daniel, was willst du von mir? Wir müssen Krieg Bing machen. Ich teleportiere mich mal zu dir schnell. Bingelingelingelingelingeling. Ring, 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 ring. Effing ring, ring, ring. Warum sieht's denn jetzt auf einmal schlimmer aus als vorher, ey? Ja, ne. Oh, weil die Höllenflut hier ist. Hm. Hier ist auch schon wieder ein neues Dungeon. Kontrolleffekt. Sicher. Ja klar, jetzt sind hier Metroiden. Ja, wie sieht's ja nicht besser aus. Aua! Ja, ich verpiesel mich von hier. Verdammt. Nein! Da ist ein Boss aufgetaucht. Ach nö. Ich war den Part beenden, na? Ja, er hat mich drüber gezogen. So, und tschüss. Wo ist Hinterpfuhl? Hier. War voll unschön.